Servus liebe Fanschmecker, schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute kochen wir mal ein heißes Käsebrot. Und zwar geht das ganz einfach. Und das Klasse bei dem Rezept ist, ihr könnt euch ein altes Bauernbrot verarbeiten, bevor es die Hühner gibt oder wegschmeißt. Wichtig ist, dass ihr wirklich ein schönes druckerzahltes Brot habt, weil mit einem frischen funktioniert das gar nicht. Gell? So, was braucht man da noch dazu? Käse, das was ihr lieber mit den Käse nehmt. Ich esse gerne einen Restkäse, Altbergkäse oder Mildbergkäse habe ich da, dass wir ein bisschen eine Variation reinkriegen. Dann haben wir einen Zwiebel, einen Speck, einen Thymian, einen Knoblauch, Paprika. Ihr könnt es dann garnieren, wie es ihr mit, das zeige ich euch dann noch alles. Und dann geht es eigentlich schon los. Käse haben wir fix fertig gekriegt. Dann haben wir da unsere Spezialmischung über den Affe. Ah, oh, nicht sparen mit dem Käse, gell? Das ist schön geschmackig werden, die Käsebrot. So, oder? Das ist halt einmal kein so ein Gummikäse, wie du da in die Fastfood-Ketten kriegst. Verstehst du, da haben sie da irgend so eine Plastikscheibenaffe. Das ist halt nur ein guter Naturkäse. Der lässt sich ja schön rein. So, jetzt pfeifen wir noch ein wenig Zwiebel auf. Je nachdem gibt es auch wieder was mit. Ja, der eine macht mehr Zwiebel, der andere macht wieder mehr Knoblauch. Du kannst eine Zwiebel komplett weglassen, das machen wir bei den anderen zwei Broten. Dann tun wir da einen Speck auf, für die, die ein wenig Speck mögen. Tja, schaut wieder super aus, schaut hier. So, da tun wir jetzt noch ein wenig Thymian auf. Ein wenig Paprika. Tja. Bringt auch ein wenig schöne Farbe rein. Das haben wir schon als kleiner Bube hergekriegt, weil das echt ein super Essen ist. Da hast du jetzt Baumbrot davon. Und dann tust du da so ein bisschen Paprika auf und einen Käse. Schmeckt echt herrlich. So, da tun wir noch ein bisschen Thymian auf. Da tun wir noch einen Knoblauch. Frischer Knoblauch. Fein abgeschnitten, aufgeklickt. So, was kriegst du in keinem Gourmet-Restaurant? Das musst du schon selber machen daheim. Und wer das einmal gemacht hat, der mag es immer wieder. Und dann noch ein bisschen drüber setzen, aber nur ein bisschen. Pfeffer können wir ein bisschen Ringmehrer nehmen. Ein Pfeffer und Kasper kocht sich übel gut. So. Und dann kommt es ins Backrohr rein, da ein bisschen vorheizen auf 200 Grad, das reicht. Und dann geht es schon daher. So, oder? Dann tun wir unsere heißen Käsebrot aufs Backblechel. So, oder? Dann schauen wir mal, wie der Ofen ausschaut von der Temperatur. Jawohl, passt ganz gut. Und dann kommen schon rein, unsere Spitzenkandidaten, unsere Models. So, jetzt darf es fertig sein. Jetzt waren es ungefähr so 10 Minuten drin. Das seht ihr, wenn der Käse geschmolzen ist, dann passen es. Schauen wir mal. Jawohl. Ja, das schaut ja schon wieder super aus. So. Fazer. Ja, dann haben wir jetzt auf den Teller und dann lassen wir es gut schmecken. Gell? Habt ihr gesehen? Ruckzuck gemacht, die heißen Käsebrot. So eure Brot wunderbar verwertet. Schmeckt super, das lassen wir sich jetzt gut schmecken. Also dann, bis zum nächsten Mal. Servus für dich. Und das ist wiederum super, weil da wisst ihr mal, wie man bla bla bla. Schauspieler habt ihr, das gehört meine lieben Damen und Herren. Also, wenn ihr mich wieder mal braucht in irgendeiner Tatortrolle oder was, ich hätte schon mal Zeit. So, ja, da soll ich immer irgendwas sagen, halt auch nicht, oder? Und was willst du jetzt sagen, dass der Sepp eine ganz schöne Sauerei macht, wenn er die Käsebrot garniert?